Mittwochabend, hallo an alle meine Friends. Ich darf wieder inzwischen schon zur vierten Modfahrstunde begrüßen. Und, naja, das müsste die vierte Modfahrstunde schon sein. Weil bei der dritten hatten wir mit dem Fendt, den Felder, mit dem Wackeln und so. Naja, wie es halt angesehen weiß, was ich meine. Ich glaube, ich sollte meinen Nicknamen umbenennen. Nee, Spaß. Spaß beiseite. Ich respektiere natürlich jeden Mod von jedem User. Soll er noch so einen großen Fehler haben oder praktisch auch makellos sein. So ein Mod wird es natürlich sehr selten geben, dass er keine Fehler hat oder sehr wenig aufweist. Weil immerhin wird er ja aus Fehlern, würde ich sagen. Und als Community ist ja nur so groß geworden, weil wir praktisch eine große Familie, kann man sagen, geworden sind. Und wir müssen uns gegenseitig irgendwie unterstützen, weil würde es die ganzen Modder nicht geben, irgendwie wir hätten noch irgendwie, weil es würde nicht so revolutioniert werden, wie es jetzt ist. Also ihr merkt schon, ich bin ein bisschen besser drauf heute, weil naja, ich war vor ein paar Stunden mit meinem Kumpel ein Auto anschauen, da ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger BMW fahre und ich habe ihn echt letztendlich vor sein Opel umstimmen können und er hat sich jetzt auch eingekauft. Und naja, leider war sogar die gleiche Farbe haben wir jetzt. Und der Geist ist das, wenn ich jetzt nicht vergesse, nicht mehr vorhin, jetzt können wir immer noch zusammen glänzen, Baby. Naja, jetzt haben wir ein bisschen abgedriftet von LS. Aber naja, ich wollte es einfach mal erwähnen, dass ihr auch wisst, warum ich irgendwie so einen tollen Tag irgendwie hatte. Und das ein bisschen mit einbringen. Ein bisschen Spaß ist natürlich immer wieder wichtig und Humor sollte irgendwie jeder haben. Also, wie gesagt, wir kommen heute zur vierten Mod-Vorstellung. Heute werden wir den Unimog testen. Besser gesagt, beide vom BM-Modding. Den 125 PS starken Unimog und den 155 PS starken. Wie gesagt, der 125 PS starke Unimog hat eine Unterhaltskosten von 100 €. Ich denke, das ist sehr übersichtlich. Dann kann man natürlich seinen Aufbau wechseln auf praktisch, wenn man was transportieren will, wie Strohballen oder vielleicht Gegenstände. Dazu gehen wir im Video genaueres ein. Dann kann man noch den Aufbau 1 erhöhen, praktisch nur eine Wand mit 1200 und 3500 Liter. Das werden wir dann im Video auch testen und sehen. Zudem kann man natürlich, wie unten steht, noch praktisch an die hintere, an den Heckanbau eine Fronthydraulik anbringen, genauso wie vorn. Weil hinten muss man natürlich die deaktivieren, das zeige ich euch dann im Video nochmal, sonst kann man natürlich den Aufbau nicht wechseln. Zudem ist er auf Weizen, Raps, Mais, Gerste, Silomais, Silomais, Gras, Kartoffeln und sogar Zuckerrüben bestückt. Also ich denke, das sind auch beide. Ja. Der 155 PS starke Unimog hat natürlich einen Unterhaltskosten von 120. Ich denke, das passt auch, weil natürlich ein bisschen steigen würde die PS-Leistung. Und von Aufbau her sind sie ja gleich, weil das Grundprinzip ist ja eigentlich von den beiden stärker, bloß einer ist halt besser motorisiert. Von 40.000 € der kleine und der große 50.000, ich denke, das ist erschwinglich. Kaufen natürlich in der Standardfarbe, um sie auch wie auf dem Bild zu sehen praktisch darzustellen. So, da haben wir beide. Natürlich habe ich muss mich entschuldigen, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich hätte jetzt fast das Gewicht vergessen vom BM-Modding. Diese drei Steinplatten mit zwei Spanngurten fixiert, was auf einen Holzkeil praktisch oder zwei Balken liegt, um es besser mit der Palettengabel aufzuladen zu können. Es kostet 500 €, Unterhaltskosten 0 €. Gut, ich glaube, lasse ich mir eingehen, weil diese Betonplatten, das soll auch groß kaputt gehen. Freilich ist es zerbröckelt, man, aber wir sind jetzt mal realistisch für Landwirtschaftssimulator. Also, und ich muss sagen, sie sind von der Optik her. Und BAS wird es natürlich auch gestiftet, wie man hier sieht, die Unterlenker. Also sehr schön gemacht mit den Ansteckungen der Hydraulikschläuche, der Zapfwelle und deren. Was ich natürlich auch super finde, ist praktisch das Kennzeichen mit der Hauptplakette.
wo man beiden sehen kann. Die hat ein gelbes, der braunes oder oranges, kann man sagen. Das ist auch gut gemacht, ein bisschen Abwechslung. Der größere zum Beispiel, der 155 PS stark, hat natürlich eine Rundumleuchte für auch größere Maschinen. Ich finde auch irgendwie nice, praktisch an Maschinen, wenn man so Rostflecke, wie man jetzt an den Auspuff sehr gut erkennen kann, praktisch, es soll ja eine gebrauchte Maschine sein. Wie man auch hier jetzt nochmal sehen kann, praktisch auf der Ladefläche, es sind ein bisschen Rostflecke, finde ich sehr toll, muss ich sagen. Noch sieht man natürlich hinten noch das Schild. Die Rücklichter sind sehr gut verarbeitet, mit praktisch den Röllenmustern, wie auch in echt. Zu den 120er Unimog ist eigentlich nicht viel zu sagen, er ist wie der große Bruder. Ein bisschen schmächtiger, also der nicht so leistungsstark, aber ansonsten sind sie regelrecht gleich. Dann kommen wir zum 120 PS starken. Mit der Innenansicht, wenn man das Licht jetzt anschaltet, also der Tacho leuchtet auf, sieht man, gut gemacht. Dann kommen wir zur IC-Anschaltung. Man kann das Heckfenster öffnen, schließen, die Türe und was mir natürlich sehr gut gefällt, was sehr gelungen ist, man kann die Scheibe runterkurbeln. Natürlich, wie gesagt, auf beiden Seiten. Ich muss sagen, es hat so einen kleinen Nebeneffekt, es sieht doch irgendwie nice aus. Wenn du jetzt Multiplayer spielst, jetzt müsstest du natürlich noch irgendwie machen können, dass du die Hand so auf die Scheibe legst oder so, auf die, am Türrahmen. Aber gut. Es gibt immer wieder Verbesserungsvorschläge oder Änderungen. Letztendlich, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Jetzt dann noch die Dachluke haben wir noch. Wie auch gesagt, also beide Unimogs sind identisch, also von der IC-Anstaltung. Dann haben wir auch noch ein Innenlicht. Könnte natürlich für nachts nicht schlecht sein, um praktisch das genauer zu detaillieren. Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist die Verarbeitung der Armaturen, muss ich gestehen. Und die Schaltungen, dann noch natürlich das Frontlicht und praktisch die Arbeitsscheinwerfer mit den Außenmarkierungsposten, praktisch wegen der Breite, die Rücklichter, dann sehr wichtig ist natürlich der Blinksound und der Blinkton links, passt, dann haben wir noch die Voransicht, mache ich die Warnblinkerlache. Passt auch, keine Fehler. So, und jetzt kommen wir zu unseren Aufbauwechseln. Jetzt müsst ihr ganz einfach die Henkhydraulik abhängen. Na, sieht man hier, jetzt sind die Unterlenker und Oberlenker, die Anbauungsfunktion weg. Und die Dreiecksplatte wurde eingesetzt. So, jetzt kann man sich wieder ins Fahrzeug setzen. Und mit der Taste X kann man Ladung befestigen. Praktisch jetzt kann man natürlich auch wie Strohballen fahren, ist praktisch eine passende Ergänzung, wenn man jetzt natürlich, wie gesagt, irgendwie die Schafe jetzt für diese Map praktisch, jetzt zwar nicht, weil ich die ja umgebaut habe, aber für die Original-Map, wenn man jetzt nur zwei Ballen hinfahren will, würde es klappen oder Saugut nachfahren oder für was ihr jetzt braucht. Also mit Y wechseln wir die erste Taste und mit noch ein weiterer Y-Taste die zweite. Und den Aufbau. Es ist praktisch auch nicht schlecht, wenn man jetzt einen kleineren Hänger hat. Man kann sie kombinieren und bringt natürlich ein bisschen mehr rauf. Dann haben wir von den kleinen ein Litervolumen von 90 Liter. Ich denke, das ist, passt sehr gut. Bin ihn auch schon mal Probe gefahren. Also der Spritverbrauch hält sich in Grenzen. Er geht nicht zu schnell weg. Wurde alles super gemacht. Dann kommen wir zum Motorsound. Vorglühen lassen. Ein typischer Mercedes-Benz-Sound. Mit Innen- und Outdoor-Sound, glaube ich. Wir müssen natürlich jetzt die Heckscheibe schließen. Die Seitenscheibe ist zu. Nein, wir haben alles zu. Also Innen- und Outdoor-Sound geht nicht. So. Dann beladen wir ihn mal. Wir nehmen ein bisschen Weizen und oder Gerste wahlweise, um eine schöne Grafik zu haben. Dann Weizen, wie gesagt, wird schön voll.
mit einem kleinen Hügel drüber. Die Befüllung ist sehr gut gelungen, also gefällt mir sehr gut. Weil das stört mich immer am 15. Klar, die Befüllung ist jetzt besser gemacht wie davor praktisch. Also man kann jetzt irgendwie detaillierter ansteuern, wo der Haufen hin soll und wo nicht. Aber irgendwie fehlt das irgendwie beim 13er, der Hänger ist nicht ganz voll. So eine kleine Hügelfunktion, wie man jetzt sehen kann, ist sehr toll. Da kann man natürlich auch die vordere Fronthydraulik an- und abbauen auf N, wenn sie praktisch für gewisse Arbeiten stört oder was halt. Aber natürlich die vordere ist eigentlich nicht so wichtig, man kann sie auch dran lassen, weil man natürlich auch bei gewissen Zugarbeiten ein Gegengewicht braucht. Was der Unimog natürlich auch bevorzugt ist zum Transportarbeiten, weil er sehr hohe Geschwindigkeiten hat. Er bringt eine 82 Stundenkilometer, ich denke das passt. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob er in echt auch so schnell ist, ich glaube, ja doch, 80 könnten durchaus realistisch sein. Dann testen wir noch, wie man jetzt gerade gesehen hat, mit der Rückfahrfunktion erscheint so ein kleines Licht, ein Arbeitsscheinwerfer, praktisch für leichteres Einpacken. Finde ich sehr gut, ist auch praktisch für geringere PCs sehr gut gehalten. Da man natürlich bei einer schlechten Grafikkarte erst nicht eine Front- und Rückfunktion einschalten kann. Jetzt testen wir noch die Animation, die ist immer sehr wichtig. Geht da der kleine Schieber auf und kippt zur Seite. Wie man jetzt auch gleich sehen kann, gehen dann die Haken wieder zu und schnappen dann ein. Also es wurde ja wirklich an alles gedacht. Volle Hydraulik-Sound und geht wieder zu. Passt. Einwandfrei. Es ist halt eine tolle Ergänzung zwischen Traktor und, wie kann man sagen, Lastwagen. Für schnelle Transportarbeiten und sie sind halt flink, sie sind vielseitig einsetzbar. Also ich spiele gerne mit denen. Dann kommen wir zum großen Bruder jetzt, zum 155 PS starten. Wie gewohnt alles gleich. Nur dass wir jetzt natürlich die Rundumleuchte haben, die auch sehr gut funktioniert und sich einwandfrei dreht. Der Sound ist gleich gut, das sind ja fast auch gleiche Motoren. Das ist der eine ist natürlich ein bisschen mehr auf, also wie aufgemacht, also größer, also besser, also von der Größe her größer jetzt haben wir das. Dann wechseln wir das, dann kommen wir zu unserer Steinplatte. Ich habe jetzt nur den Grömer da, den Gündler, jetzt haben wir es. Lesen bildet heißt es immer. Schauen wir mal, ob der die Steinplatte auch heben kann, weil die anderen beiden sind bei der Feldbearbeitung, weil natürlich soll natürlich auch was geschehen, der Chef wird irgendwie Maschinen präsentieren, sollen die anderen Maschinen wieder fleißig arbeiten. Aber ich denke, es funktioniert. Wir haben jetzt zwar hier keine Fronthydraulik, also das was natürlich mir auch schade ist, beim neuen, sie müssten jetzt praktisch die guten alten Zeiten, praktisch die Maschine automatisch schon dabei haben. Schauen wir, ob das funktioniert. Und da heißt es immer, kleine Maschinen können nichts. Natürlich ist jetzt feustige, also lasst euch bitte nicht beunruhigen bezüglich des Wackelns. Das ist jetzt wegen der Einstellung des Frontladers, also es hat mit der anderen Einstellung gar nichts zu tun. Aber für das Alter hebt ihr ja doch was. Ich denke, das müsste mindestens natürlich um die eine Tonne sein. Klar, es würde der Realität nahe, würde es nicht funktionieren.
Vergleichen jetzt oder zum Ausprobieren klappt schon. Dann positionieren wir es schön mittig, ein bisschen weiter vorne. Es ist jetzt praktisch das passende Gewicht, wenn man jetzt hinten eine Presse anhängen will, da der Unimog natürlich jetzt die Armbar hat. Für den Aufbau hat praktisch für Transportarbeiten und der Motor alles vorne liegt, dann ist er natürlich etwas leichter. Jetzt kann man natürlich mit XT Ladung befestigen. Man sieht schon, die Federung arbeitet damit leicht. Dann testen wir natürlich noch die Geschwindigkeiten. Ups. Jetzt sagen wir es. Nicht, dass wir noch die Stellplatte hier nicht auf den Fuß fällt. Das wäre ein Glück. Also es funktioniert, die Stellplatte bleibt befestigt. Was ich auch schon probiert habe, Strohbahn kann man drauf transportieren. Hält. Maschinen wie praktisch Gegenstände habe ich jetzt noch nicht probiert. Oder Holz wäre vielleicht auch was, so Meterware oder 2 Meter Ware wäre auch toll. Natürlich könnte man es jetzt irgendwie verbessern, wenn man jetzt Holz praktisch abliefert, dass hinten und vorne hinten zwei so Stäbe sind, um es halt ja realistischer zu gestalten. Bei Strohbahn finde ich zum Beispiel gut, wenn ich mal die Schafe fütter oder so und die Schafe immer fütter praktisch immer und da habe ich gleich mein Futter dabei. Natürlich musst du wieder einen Frontantraktor haben, um natürlich es auch runter zu bekommen. Aber wie man sieht, wir fahren jetzt einmal durchs Holz, aber wir haben steiliges Gelände, die Platte bleibt wirklich an seinem Platz. Wie man sieht, er ist sehr flink gehalten, also super gemacht. Auch hier wieder der Blinkertest. Das hört man jetzt ein bisschen schlechter, aber auch der Sound, alles optimal, super abgestimmt. Also ich 5 von 5 Sternen, keinen Fehler gefunden, keinen Lockfehler auch in der Datei habe ich gesehen und der Sound bei Vollgas, Mercedes Motoren einfach. Also ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe ihr hattet Spaß an dem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochnachmittag. Leute, habt viel Spaß am Zocken. Und bitte respektiert auch die Modder. Es geht mir auch irgendwie am Herzen, weil irgendwie gewisse haben eine sehr komische Art, mit Dankbarkeit zu zeigen. Für Leute, die sich wirklich Mühe geben. Und ich bin irgendwie sehr zufrieden, dass es solche Menschen immer noch gibt, die sowas machen. Mit Freude, sie machen es immerhin aus ihrer Freizeit, ohne Geld. Sie wollen einfach zu dem Spiel was beitragen. Das einfach verschönern. Und so, seien wir mal ehrlich, würden wir die nicht haben, wäre LS jetzt irgendwie langweiliger. Weil jeder spielt gerne mit anderen Maschinen, jede will vielleicht seine Wunschmaschine gerne haben, was aber selber nicht machen kann. Selbst ich bin so einer. Der praktisch jetzt, wie man auch sieht, ich zeige Ihnen jetzt euch den Fliegelkipper. Also, ich nehme ihn gerne. Es gibt ihn schon ewig und ich nutze ihn sehr gerne auch. Und das auch haben wir das nur den Modern wieder zu verdanken. Ob es LS Network ist oder wirklich ein neutraler Motor, ein privater, der es als Hobby macht. Also wie gesagt, habt ein bisschen Respekt und dann wird es schon. Also wie gesagt, noch einen schönen Nachmittag, beziehungsweise Abend. Und wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Haut rein Leute, euer Fan 822. Ciao.